Die Quelle der Tränen ist ein bildhauerischer Dialog des Leidens zwischen der Kreuzigung und dem Holocaust. Die Quelle der Tränen ist eine 18 Meter lange, 3,5 Meter hohe Mauer. Sie besteht aus 7 Tafeln aus Jerusalemstein und 6 Säulen aus Feldsteinen. Den Tafeln gegenüber stehen 7 lebensgroße Bronzefiguren. Der Titel Quelle der Tränen stammt aus einem Bibelvers im Buch Jeremia. Der Prophet ruft hier zu Gott: Ach, dass ich Wasser genug hätte in meinem Haupte und meine Augen Tränenquellen wären, dass ich Tag und Nacht beweinen könnte die Erschlagenen meines Volkes. Die 7 Tafeln sind Hochreliefskulpturen, die je eine Szene aus der Kreuzigung darstellen. Jede Kreuzigungstafel bezieht sich auf eines der 7 letzten Worte Jesu, die er am Kreuz, also in den letzten Momenten seines Lebens, sprach. Die 6 Steinsäulen dienen als Teiler zwischen den 7 Tafeln. Diese Säulen erinnern an die 6 Millionen Juden, die im Holocaust umgekommen sind. Die 7 Bronzefiguren stehen für einen Holocaust-Überlebenden. Sein Kopf ist kahl geschoren und er trägt den gestreiften Anzug eines KZ-Häftlings. Jede Figur bezieht Stellung in Reaktion zum jeweiligen Wort aus der Kreuzigung. Wasser tröpfelt langsam über die Steinsäulen und symbolisiert die Tränen aus dem Ruf aus Jeremia. Dieses Wasser wird von den Säulen nach außen geleitet und bewässert dort 6 Olivenbäume. Am südlichen Ende des Areals steht eine Skulptur mit Namen Gethsemane. Sie stellt das Ringen um den Kelch des Leides dar und damit den Anfang der Kreuzigung. Demgegenüber stehen 2 weitere Skulpturen, der Schmetterling und der geleerte Kelch. Beide stehen für Auferstehung. All diese Elemente erzählen zusammen eine Geschichte, wagen einen Vorstoß, stellen eine Frage in den Raum. Könnte im Leiden der Kreuzigung und im Leiden des Holocaust eine Gemeinsamkeit liegen? Es ist in der Geschichte wiederholt die Behauptung gefallen, das Leid der Kreuzigung sei der eigentliche Ursprung für das andere Leid, das des jüdischen Volkes im Holocaust. Es ist also wichtig, den künstlerischen Prozess dieses Werkes zu verstehen, um die Aussage zu erfassen. Der Künstler hat die letzten 7 Worte Jesu als Grundlage für eine kreative Meditation über jedes dieser Worte genommen, um der Frage nachzuspüren, ob es einen Bezugspunkt für beide Seiten geben könnte. Der Künstler Rick Winnicky ist ursprünglich Kanadier. Er kam als 21-Jähriger nach Israel, angezogen von der Faszination über die Entstehung eines jüdischen Volkes aus der Asche des Holocaust. Er versteht sich als Jesusgläubig und lebt nun seit über 30 Jahren in Israel. Er hat ein tiefes Verständnis für den Konflikt zwischen Kreuzigung und Holocaust, die er in diesem Werk miteinander in Beziehung bringt. Alles beginnt mit Gethsemane. Dieses Stück stellt Jesus in seinem Ringen mit dem Kelch des Leides dar. Er liegt wie ausgegossen über einem großen Stein. Er hält den Kelch in der Hand und ringt mit der Entscheidung, soll er den Willen des Vaters tun oder seinen eigenen. Die Entscheidung fällt zugunsten des Vaters Willen. Der Kelch ist voll. Es ist der Beginn der Kreuzigung.
Die erste Tafel zeigt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Figur, die den gekreuzigten Jesus verkörpert, proklamiert hier etwas. Seine Hände sind geöffnet, sein Gesicht zeigt seine Absicht. Mit diesen Worten schafft er einen Bund der Vergebung. Die Figur, die den Holocaust verkörpert, versteht die Ebene der vorsätzlichen, gewalttätigen Tötung. Aber kann er vergeben oder gar Gott bitten zu vergeben? Er kämpft, er greift an sein Herz und neigt sich zu den Steinen, welche die Getöteten verkörpern. Der Überlebende fürchtet, dass wenn er vergibt, die Getöteten vergessen werden. Die zweite Tafel zeigt: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nach der Geschichtsschreibung wurden zwei Räuber mit Jesus gekreuzigt. Diese drei Männer sprechen jeder ihre letzten Worte im Leben. Die linke Hand des Gekreuzigten reagiert auf den Fluch des einen Räubers. Die rechte Hand strebt nach den Steinen hin, hingezogen zu dem anderen Räuber, der um Gedenken bittet. Die Holocaust-Figur hat die beiden Hände unterschiedlich ausgerichtet. Er identifiziert sich mit beiden Verbrechern. Er weiß, dass der Tod in den Konzentrationslagern immer nur einen Augenblick entfernt war. Er fühlt mit den Rufen, die Gott verfluchen, und genauso mit den Rufen, die um Gedenken flehen. Die dritte Tafel zeigt: Mutter, siehe dein Sohn. Sohn, siehe deine Mutter. Der Inhalt dieses Wortes ist die Erschaffung einer nicht natürlichen Beziehung, die aus dem tiefen Leid entsteht. Vom Kreuz aus bittet Jesus seinen engsten Jünger Johannes, Maria zu tragen, als sei sie ab heute seine Mutter. Johannes wird somit quasi zu ihrem Sohn. Die Figur des Holocaust trägt einen schweren Stoff, in den eine surreale Frauenfigur in die Falten eingearbeitet ist. Seit dem Leid des Holocaust unterhält der Überlebende für immer eine nicht natürliche Beziehung zu den 6 Millionen Toten. Die vierte Tafel ist die Darstellung von: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Kreuzigung ist hier am tiefsten Schmerzpunkt angekommen. Er ist verlassen. Die Frage, wo ist Gott, schreit er nach oben.
er sucht mit dem letzten Atemzug. Zeugen haben dokumentiert, dass viele auf dem Weg in die Gaskammern ständig den Psalm 22 rezitierten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Holocaust-Überlebende wirft seine Arme hinter sich. Er wirft sich selbst und dieses Wort durch die Zeiten. Wo war Gott? In dieser Tafel ist der Bezug zwischen Kreuzigung und Holocaust so stark, dass die gekreuzigte Figur einen geschorenen Kopf und eine Nummer am Arm hat. Die fünfte Tafel zeigt: Mich dürstet. Zu Lebzeiten hatte Jesus sich selbst als Quelle lebendigen Wassers bezeichnet. Er sagte: Wenn jemanden dürstet und er zu ihm komme, der solle nie mehr durstig sein. Nun jedoch dürstet ihn selbst. Der Körper hängt, alles fließt nach unten. Die Füße spitzen sich wie zu einem letzten Tropfen zu. Die Holocaust-Figur ist in der Hocke. Die Hände sind unterschiedlich ausgerichtet. Mit der einen Hand sucht er nach dem Wasser, das den Geist befriedigt. Die andere berührt fast die Füße in dem Verstehen um diesen Durst, der den Körper töten kann. Die sechste Tafel. Es ist vollbracht. Dies ist wieder eine Proklamation. Das Gesicht hat einen ernsten, bestimmten Ausdruck. Die Hände bedecken die Nägelköpfe. Sein Werk ist vollendet. Der vorrangige Ort jüdischer Geschichte und jüdischer Identität vor dem Krieg war Polen. Juden hatten in Polen schon über 1000 Jahre gelebt. Vernichtet wurden sie in 6 Jahren. Die Holocaust-Figur empfindet vollbracht in diesem zerstörerischen Sinn. Sie bedeckt ihr Gesicht. Es ist ein vollständiger Verlust ihrer Identität. Die andere Hand streckt sich suchend nach Richtungsweisung aus und findet keine. Es ist ein vollständiger Verlust von Sinn und Geschichte. Thank you.
Die siebte Tafel. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Die Kreuzigung endet mit dem Tod. Die Figur hängt am tiefsten Punkt. Es bleibt nichts zu tun. Die Holocaust-Figur ist unter dem Mantel des Todes zusammengebrochen. Die meisten Überlebenden wussten nicht wohin. Sie mussten nach dem Krieg in denselben Konzentrationslagern untergebracht werden. Zwischen 1945 und 1948 war es, als wenn die Überlebenden mit den Toten zusammen begraben würden. Es ist recht typisch für einen Überlebenden, dass er sich ständig verpflichtet fühlt, die Toten nicht zu vergessen. Es ist, als würden die Toten zu den Lebenden sagen: In eure Hände legen wir unseren Geist und unser Gedenken. Der Schmetterling. Dieses Werk entstand aus der Auseinandersetzung mit einem Band von Kindergedichten aus dem Holocaust mit dem Titel »Einen Schmetterling habe ich hier nicht gesehen«. Das Kind ist in der Verbrennungskammer, abgeschnitten, verlassen. Auf der anderen Seite der Tür, die als Kopie der Ofentüren in Auschwitz gestaltet wurde, streckt sich die Kinderhand durch die geschlossene Tür und greift nach einem kleinen Stück Land. Vom Krematorium aus besitzen sie das Land, doch wie den Schmetterling sehen sie es nicht. Der geleerte Kelch. Im letzten Bild kommen die beiden Persönlichkeiten dieses Leidensdialoges zusammen. Der Holocaust und die Kreuzigung stehen beide aus den Steintrümmern auf. Aus den Toten brechen sie hervor in eine Umarmung. Sie erkennen sich gegenseitig. Beide stehen unter dem Schatten des Leidenskelches, der einst gefüllt war und nun leer ist. Beide haben ihn getrunken. Ach, dass ich Wasser genug hätte in meinem Haupte. Und meine Augen Tränenquellen wären, dass ich Tag und Nacht beweinen könnte die Erschlagenen meines Volkes.